Fugger, einer Familie armer schwäbischer Bauern und Weber, steigen nach 1367 in nur drei Generationen zum größten Handels- und Bankhaus Europas auf. Geldgeschäfte und Bergbau vor allem machen die Familie unermesslich reich. Ihr Geld bestimmt, wer deutscher Kaiser wird. Der Papst braucht sie zur Durchführung seines Ablasshandels. Das Netz der Firma umspannt die ganze damals bekannte Welt. Jakob Fugger, genial und skrupellos, ist der reichste Mann seiner Zeit und einer der mächtigsten. Aber hinter der Fassade der Macht verbirgt sich viel Menschliches, allzu Menschliches. Und trotz sozialer Stiftungen schlägt dem Monopolisten erbitterter Hass entgegen. Die Glanzzeit ist kurz. Schon im 16. Jahrhundert unter Antoni Fugger, dem zweiten großen Regierer, beginnt der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Allmählich, aber unaufhaltsam. Jakob Fugger war der reichste, vielleicht sogar der mächtigste Mann seiner Zeit. Nicht weit von der Stelle, wo nach eigenen Plänen sein Grabmal entstand, saß er stundenlang im Dämmer, unbeweglich, in Schweigen gehüllt. Das Testament war gemacht, seinem Seelenheil vorgesorgt. Einen vollen Monat lang sollte in jedem Kloster, in jeder Kirche Augsburgs seiner gedacht werden. Das war tröstlich und tröstete ihn dennoch nicht. Sein Gemüt war umdüstert. Beinahe 65 Jahre ging er jetzt über diese Erde und stets hatte er unerschütterlich auf ihr gestanden. Mit einem Mal grollte es unter seinen Füßen. Namen kamen herauf, die ihn ängsteten und schreckten. Martin Luther, Ulrich von Hutten, Thomas Münzer, Erasmus von Rotterdam. Er spürte es deutlich, die Zeit brach um. Mit allen vier Winden zugleich zogen schwefelgelbe Gewitter herauf. Vorwärts, rasch, beeilt euch, gleich geht das Wetter los. Und was ist mit unseren eigenen Feldern? Erst kommt dem Freiherrn sein Sach. Immer die Herrschaft. In der Woche vier Tage schuften wir für die. Von was sollen wir überhaupt leben? Je länger ihr resoniert, desto später kommt ihr zu eurem eigenen Weizen. Also los, Leute, macht! Beeilt euch, los, los! Unser ganzes Getreide ist hin. Der Wildschaden davor war schon genug, hin, aber hin, jetzt... Und? Der Weizen des Freiherrn liegt in der Scheuer. Eigentlich ist es unser Weizen, den wir ihm einfahren. Oder wer hat den gesät und geschnitten? Was er sagt. Ihr habt doch schon was vom Mundschuh gehört. Wir haben doch nichts mehr zu verlieren. Die Bauern stehen auf, im Hegau und auch droben im Schwarzen Wald. Was ist los mit euch? Wir sind nicht so schwach wie der Mann. Die Köpfe und zusammen. Ich sag euch, wollt ihr wohl wieder an die Arbeit gehen? Los, los, los! Jetzt holen wir uns, was uns rechtens zusteht. Schluss mit der Plackerei für andere. Wir unsere eigene unser, alles unser. Was treibt ihr da? Was soll das? Davon wollen Sie kommen. Seid ihr von Sinnen zurück? Der Weizen gehört euch nicht. Er gehört dem Grafen. Will auf den Zeug, ihr Spitzbuch, wollt ihr? Verdammt. Bonschuh! 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 Was soll der Wind die führen, ein schönes Fräulein? Ein langer Spieß, ein kurzer Degen, ein Herr der guten Soll Aufruhr! Aufruhr! Beim Freiherrn seiner Scheuer! Bonjour!
Buntschuh haben es geschrieben. Was? Buntschuh? Sie plündern das Getreide. Auf, Leute vom Schwäbischen Bund! Auf, Leute! Lasst eure Schwerter tanzen! Jetzt wird Blut gesoffen! Wir zeigen uns den Buntschuh! Hier, trink. Danke, Kamerad. Deine Brüder und Vettern sind unterwegs, also fahr du hinüber nach Weißenhorn. Wird's unruhig unter den Bauern? Bei den unseren noch nicht. Aber dergleichen breitet sich aus. Aufsässiges Faulenzer Pack. Sie sind viel geplagt. Bin ich nicht geplagt! Ich bin der Herr und sie ist Geschirr. Euer Großvater kam auch als Bauer zur Welt. Und hat sich betragen, wie sich ein Bauer betragen soll. Sie brauchen die Zucht. Wenn du nicht hart bist, tust du ihnen keinen Gefallen. Mir bleibt dann nichts, als den Frunsberg zu schicken und du weißt, was das für einer ist. Also, mach's glimpflich, wenn's geht und wenn's nicht geht, ich kann dir nicht helfen. Du bist alt genug. Hätte er Kinder gehabt, wer weiß, vielleicht wären sie anders und nach ihm geraten. Am meisten noch hielt er vom Antoni. Zwar war ihm auch der zu freisinnig geworden in letzter Zeit, zu belesen und gar zu wenig nach der altfesten schwäbischen Art. Immerhin, er hatte gearbeitet, hart, sogar ganz von unten herauf, in Nürnberg, in Krakau, in Breslau und Wien. Jetzt saß er in Rom beim alten gerissenen Zink, über ein Jahr schon. Geschniegelt, von duftenden Ölen gesalbt, gab er Feste, schmückte sich mit berühmten Gelehrten, mit kostbaren Frauen und warf das Geld zum Fenster hinaus. Ich habe neulich die Weltkugel von dem Martin Beheim gesehen. Ein erhabenes Gefühl. Die Welt eine Kugel? Desto besser. Wo es rund ist, roll das Geld. Aber es ist unmöglich. Es sind ja Hutten. Man fiele herunter und keiner wüsste wohin. Er hat so gänzlich Unrecht nicht. Wir sind wahrhaftig aus der Welt geraten. Vordem saßen wir alle im Zentrum. Auf dieser für uns bekannten Erde, im Mittelpunkt des Alls. Wie im Mutterschoß so warm. Jetzt hocken wir unbehaust und im Bodenlosen auf einem rasenden Brocken Gestein. Wir stehen der Welt jetzt wahr und wahrhaftig gegenüber, statt mitten in ihr. Jetzt können wir sie von außen ansehen und sie begreifen. Welch schöne Freiheit. Überall ist was Neues. Ich liebe das Neue. Allemal in der Liebe. Gerade so in der Philosophie. Ihr seid ja förmlich begeistert, Herr Hutten. Oh Jahrhundert, oh Wissenschaft, das Leben ist schön. Bravo, bravissimo! Wenn uns euer gerühmtes Neues bloß das eine Wichtigste hübsch beim Alten belässt. Und was ist das Wichtigste für euch? Mein Herzchen, ich muss dich enttäuschen, nicht was du denkst. Also was? Na, etwa dies, dass der größere Gauner allzeit den größeren Schnitt von dem kleineren macht. Ich bin gut fuggerig aller Wege und mache einen beachtlichen Schnitt. Ihr seid betrunken, Herr Zink. Ein widerlicher Mensch. Top! Widerlich bis ans Mark. Bloß, dass ich weiß, wie sehr das ich's bin. Und du, Hutten, bist es und weißt es nicht. Ich erinnere mich nicht, dass ich mit dir Schweine gehütet habe, Herr Pfeffersack. Schwerlich. Denn das wäre brave Arbeit gewesen und die lieben wir beide nicht sehr, Herr von Tintenfass. Dieser hochgebildete Ritter und Humanist spuckt auf mich herunter. Und warum? Weil er um ein Darlehen antichambrierte und ich gab es ihm nicht. Genug, Herr Zink. Oh nein, um Vergebung, Herr Antoni, noch lange nicht genug. Ich hätte einen hübschen Sermon auf der Zunge von der Arroganz derer, die zum Reichwerden zu vornehmen und zum Armbleiben zu genäschig sind. Aber wenn ihr sagt, halt dein Maul, Zink, so halt ich's. Ihr seid der Herr. Gianetta. Die schöne Gianetta. Sieh mal an, wer hätte das gedacht? Gestern Abend war es noch die Bellona. Welche Bellona?
Die Geliebte des Kardinals. Diese feurige Rote. Er hat für die Nacht 100 Gulden gezahlt. Liebst du mich, Charlotte? Wen denn sonst? Mein Geld. Das Geld ist schön. Und du bist es auch. Und wenn ich arm wäre? Ein Bettler? Dann liebte ich dich auch. Und ein Buckel hätte und Triefaugen? Deine Augen sind wunderschön. Rom ist ein heikles Pflaster und in aller Freundschaft, Antoni. Du lebst schon ein bisschen arg toll. Und bei alledem scheinst du noch nicht mal vergnügt zu sein. Na, vielleicht bin ich's wirklich nicht. Ich kann nicht allein sein. Nicht still sitzen. Ich kann's einfach nicht. Es überfällt mich eine Sterbensangst, wenn es still ist. Bist du sicher, dass der Alte in Augsburg nichts von deinem Treiben erfährt? Alles erfährt er. Diese Ratte von Zink steckt es ihm. Zink? Aber der schleppt dich doch überall hin. Tja, er spioniert mich aus und ich ihn. Kannst du mir helfen? Schon wieder? Wie viel? 700 Dukaten. Meine Güte. Ich weiß selbst, es ist viel. Es ist ein Vermögen, Antoni, und diesmal jedenfalls für mich leider zu viel. Soll ich etwa nach Augsburg betteln gehen? Der Alte kann dich nicht hängen lassen. Der kann's. Und lieber tue ich wer weiß was, bevor ich zu dem gekrochen komme. Warum hast du ihn so? Hass ich ihn? Nun, etwa nicht. Es wäre vieles einfacher, wenn ich es könnte. Ich hasse ihn, ja, genau wie den Zink. Sie sind einander wert. Jetzt bist du ungerecht. Ich will ungerecht sein. Dieser schreckliche alte Mann in Augsburg. Ich achte ihn ja, verehre ihn ja trotz allem. Und wenn ich wen hasse, dann mich selber. So? Weshalb nicht? Alle Welt hasst die Fugger. Blutsauger! Ein braver Leineweber und muss in den Schuldturm. Ein Familienvater. Wegen zweier Gulden. Es ist eine Schande, pfui! Blutsauger. Macht Platz, wer Schulden hat, kommt in den Turm, ja, so ist es immer gewesen. In den Turm gehören andere, die, die uns das antun. Sollen Sie sich was schämen? Mich los, die Herren, los in den Turm. Wir messen Sie sich und reichen auf einen Arzt auseinander. Ja. Geht ihr alle her, mit uns kleinen Handelsleuten und Handwerksmeistern geht's zu Ende. Ja. Die Großen machen uns hin. Sie nehmen den Weizen und uns bleibt die Spreu. Ja. Und das ist ein Ausbeutung. Hängt den Anton Welser auf und den Jakob Vogel auf. Treibt sie raus aus unserer. Pöbelgekläff. Nicht nur Pöbel. Die Schüren sind die neuen Theologen, Humanisten und Poeten. Der Flugschriften ist kein Ende. Dieser Ulrich von Hutten hat einen neuen Dialogus gedruckt, überschrieben der Räuber. Und der, von dem es handelt, seid ihr. Ja, ja, ich bin schuld an jedem Gebresten, das es gibt auf der Welt, ich weiß. Arg bequem machen sie sich die Welt. Hab mich um die Meinung der Leute nie was geschert. Das weiß ich. Nur da war es noch eine andere Welt. Seit der unselige Gutenberg uns alle in Druckerschwärze getaucht hat, dass sie jedem aus Nase und Ohren läuft. Leider macht es eine Meinung im Land und nicht nur bei den einfachen Leuten. Sowas kann für das Geschäft auf die Länge nicht ohne Wirkung bleiben. Sogar über den Ablass zetern sie, nennen ihn heidnisches Wuchergeschäft. Hab selbst welchen gekauft für meine Frau und für mich. Um 2000 Gulden. Bilden Sie sich ein, Sie haben keinen Ablass nötig? Kommen so in den Himmel. Wie? Seid ihr ohne Sünde? Ohne Fehl? Was für Menschen. Was für Zeiten. Habt ihr gelesen, was der Faktor Alba aus Ofen schreibt? Die ungarischen Knappen wollen besseren Lohn. Den Doppelten. Schreibt ihm, er soll's gewähren. So viel? Unzufriedene Leute schaffen nicht gut. Das ungarische Geld ist bös verfallen, steht kaum auf dem halben Wert. Genauer hingeschaut bleibt's ohnehin beim Alten. Was mir Sorge macht, ist dieser gekrönte Knabe da unten. König Lajos? Was ist mit ihm? Der wird uns Ärger machen. Ein Bürschlein von gerade erst 19. Talentlos, schwach. Umso schlimmer. Wenn ihn Sorgen erfüllten, so war es nicht ohne Grund. König Ludwig, auf Ungarisch Lajos genannt, hatte gegen den Adel des eigenen Landes einen schwierigen Stand. Die Herren wollten ungarisch bleiben und der König war von der Österreich-Partei.
Ihr seht die Zukunft düster in letzter Zeit. Und bekommt allemal recht. Der jugendliche König Lajos hatte Marie aus dem Hause Habsburg geheiratet. Landfremd wie die deutsch sprechende Königin waren auch die Fugger. Und gegen sie richtete sich stellvertretend für manches andere der Nationalhass des ungarischen Adels. Ich sag's eurer Hoheit nochmal, dieser höllische Fugger muss weg. Dem König sagt das, nicht mir. Wir haben's ihm schon oft genug gesagt. Mag sein, eure königliche Hoheit empfindet das anders als wir. Aber uns tut's weh, mit ansehen zu müssen, wie unser braves ungarisches Volk von landfremden Händlern ausgeplündert wird. Hast du gesehen? Ich habe gewonnen. Was ist? Gab's Ärger? Ach, ewig diese Woiwoden klagen. Wegen dem Fugger schon wieder? Sie geben mir die Schuld. Ach, ich bitte dich, Maria. Der Habsburgerin. Was soll ich denn tun? Und selbst wenn ich den Fugger opfern wollte, um mich lieb Kind zu machen, ich kann nicht. Ich bin ihm bis zum Hals verschuldet. Zurückzahlen können wir das Geliehen in Ewigkeit nicht mehr. Jedoch... Ich verstehe es, streichen. Ganz einfach mit einem königlichen Federstrich. Und vielleicht sogar ihre Kupfergruben an uns bringen, zurück an die Krone. Der sie auch eigentlich gehören, nicht? Wir werden freilich einen Vorwand brauchen. Der Fugger spinnt seine politischen Fäden überall hin. Wir müssen den Schein eines guten Anrechts wahren. Du hast nicht nur ein hübsches Köpfchen, sondern auch ein sehr kluges. Unruhen sollte es halt geben. In den Stollen. Unter den Knappen. Unruhen, nun ja, die waren immer schon zu allem möglichen Nutz und sind es noch heute. Und wie des Menschen Natur einmal ist, sind sie leicht hervorzulocken, wenn jemand sie braucht. Jetzt holen wir euch raus, ihr Augsburger Schweine! Sie haben einen Rambock geholt. Ich begreife es einfach nicht. Augsburg hat Ihnen den Lohn noch bewilligt, den Sie wollten. Da ist nicht viel zu begreifen. Aufgehetzt sind Sie. Mein Schatzmeister Zalkanus haben diese wahnsinnigen Feuer gelegt. Auch einer von der Habsburg-Partei. Sie brennen ihm den Palast nieder. Jesus und Maria, wenn die uns in die Finger kriegen, dann gnade uns Gott. Ich habe Musketenschützen aufgestellt. Die haben Sie schon niedergemacht. Und was jetzt? Ich gehe zum König. Er muss was für uns tun. Und wenn er selbst dahinter steckt? Der König, ihr seid nicht gescheit. Aber ihr könnt uns doch hier nicht allein lassen. Mein Vertreter bleibt doch hier. Lasst ihn ruhig. Wir brauchen Alba nicht. Das Bargeld und die Geschäftsbücher müssen wir unbedingt aus dem Haus schaffen. Ich kann versuchen, die Sachen nach Neu-Sol zu schaffen, per Schiff. Das hat keinen Sinn. Es scheint mir nicht sicher genug. Dann gleich rüber ins Polnische. Wir müssen uns beeilen. Wir haben nur noch 5 Stunden, bis es Tag wird. Kenne ich doch. Das ist doch der Alba. Der Fuggerfaktor. Sieh an, da haben wir einen fetten Fisch im Netz. Halt! Wohin? Zum König. Ich bin Hans Alba, der Fuggerfaktor. Auf welches Glück, Obrist, irren Sie? Ich bedauere, Herr Alba, im Namen Ihrer königlichen Hoheit. Das kann doch nur ein Irrtum sein. Es wird sich alles aufklären.
Das wird euch noch leid tun. Lasst mich los! Lasst mich endlich los! Maul, Fuggerknecht, der König hat's befohlen! Es ist meine Pflicht, euch gütlich zu ermahnen, und zwar zum letzten Mal. Gebt eure Verstocktheit auf und gesteht. Was soll ich denn gestehen? Sonst muss ich mit dem ersten Grad der peinlichen Befragung beginnen. Aber ich habe doch nichts getan! Das sagt vorher jeder von euch. Aber dann fällt euch allen noch was ein. Wenn ich nur wüsste, was ihr wissen wollt! Ich habe keine Geheimnisse! Geheimnisse hat doch jeder von euch. Aber nur wenige können sie bis zuletzt noch wirklich bei sich behalten. Seid ihr fertig? Ja, fertig. Lasset uns beten, wie es die Ordnung vorschreibt. Und dann fangt an. Gelobt sei Jesus Christus, der unser Tun bewachen und segnen möge. Seine königliche Hoheit! Gnade, Majestät! Gnade! Aber, mein lieber Alba, hier muss ein Irrtum walten. Macht ihn los! Weg mit den Fesseln! Den Strick ab. Gnade, königliche Hoheit. Ihr habt immer einen geneigten Herrn in mir gehabt, Herr Alba. Aber auch ich bin nicht allmächtig. Die Stimmung im Land ist sehr aufgebracht gegen die Familie Fugger. Ich bin nicht mehr als ein Angestellter, königliche Hoheit, der seine Befehle hat. Ich weiß. Und es ist nicht in meinem Sinn, euch zu verurteilen, auch wenn der Adel es verlangt. Aber Wiedergutmachung, Alba, muss sein. Ich bin gewiss, dass eure Gesinnung aufrichtig genug ist, dabei mitzuhelfen. Gebt ihm seine Kleider und schickt ihn rauf. So bekenne ich Hans Alba für die Sozietät Jakob Fugger, dass wir uns schuldig gemacht haben der Münzverschlechterung sowie der rücksichtslosen Entblößung des ungarischen Landes von allem Kupfer und edlem Metall. Gewinnsüchtig und planvoll haben wir Auftrieb gegeben der verderblichen Steigerung der Preise und der aus ihr erwachsenen Hungersnot. Was für eine Ungeheuerlichkeit! Der durch all dies verursachte Schaden wird von mir selber nach gründlicher Berechnung beziffert auf 1.000.000 ungarischer Gulden. Und ich verpflichte mich hiermit feierlich und mit bindendem Eid, dass die Gesellschaft diese Summe der Krone und dem Lande zurückerstatten wird. Man hat ihn gefoltert, wie? Nur damit bedroht, so viel ich weiß. Und wenn man ihn auf dem Rost gebraten hätte? Er hatte kein Recht zu so einem Vertrag! Das ist eine heikle Frage. Als bevollmächtigter Faktor der Firma war er durchaus dazu befugt. Erpresste Verträge sind nichtig. Die Ungarn haben unsere Kupfergruben beschlagnahmt. Als Pfand. Alle? Soweit ich unterrichtet bin, alle. Wer hat denn die Leitung der Gruben übernommen? Der Münzmeister Beheim. Ein unbedeutender Mann dritter Ordnung. Und unsere Ingenieure? Flohen nach Polen und Sachsen. Allesamt? Ja. Die Herren Magyaren stellen sich das etwas zu einfach vor. Die Erde spuckt das Erz nicht von alleine aus. Bergtechnik ist kein Spiel. Sie kommen unmöglich damit zurecht. Vielleicht könnte man ein wenig nachhelfen, dass es für Sie noch schwerer wird. Ein Segen, dass wir den Lohn so erhöht haben. Der König wird ihn nicht durchhalten können. Dann mag es leicht zu Widerstand kommen oder vielleicht sogar zu Sabotage. Besprecht das mit dem Schwarz, ich begehre keine Kenntnis davon zu haben. Aber wenn es zu Vorfällen kommt, mit Maßen. Die Förderung mag stocken, aber absaufen dürfen die Gruben mir nicht. Ihr hofft also, wir bekommen sie zurück? Verlasst euch drauf. Ihr hättet mich eher rufen sollen. Ich habe nicht Zeit gehabt, mich zu pflegen. Ich hätte euch bestimmt den Schmerz gelindert. Wenn man nicht dran denkt, hält man das ganz gut aus. Arg sind nur die Nächte. Wie steht's? Die Geschwulst ist größer geworden. Das weiß ich allein. Ziemlich viel größer. Wir kommen mit Senfpflaster und Arnika nicht mehr aus. Schneiden lasse ich mich nicht, Orko. Und wenn es nötig wird? In keinem Fall. Ein Saft zur Schmerzlinderung. Sieben Tropfen in etwas Wein. Auch 15, wenn es gar zu arg wird, geht. Aber auf gar keinen Fall mehr davon nehmen. Ja, schon gut, schon gut.
als hätte man das ewige Leben, wenn man ihnen nur brav gehorcht. Wie steht's in der Jakobervorstadt? Mit den Häusern am Lauterbach unten? Der Baumeister Krebs hat die Pläne gebracht. Ich will, dass man anfängt. Vielleicht habe ich nicht mehr viel Zeit. Es wird fast eine kleine Stadt für sich werden. 53 Häuser mit je zwei geräumigen, schönen Wohnungen. Macht zusammen 106. Das hier sind Plätze. Und hier laufende Brunnen. Es sollen auch Bäume hin, hier und da. Wie schön das alles ist. Man möchte selbst drin wohnen. Wohltätigkeit braucht Verstand. Brot für die Armen. Ja, auch bitte. Aber bauen, das ist was, das bleibt. Wollt ihr das Gebetbuch haben? Dieser Ungarnkönig giftet mich, dass ich's nicht sagen kann. Es ist für uns ein sehr großer Schaden. Das auch, ja. Eine Falschheit ist's und eine Ungerechtigkeit. Ein Rotzbengel. Komm, 19 Jahre alt und will mich über den Löffel balbieren. Aber ich dräng's ihm ein. Es wurde ihm mühsam in seinem Alter, immer gegen den Wind zu gehen. Er hatte viel Übles getan, wenn er es auch keinem je würde zugestanden haben, nicht mal sich selbst. Und schließlich waren die anderen auch nicht besser. Handfeste Interessen hatten sie alle. Wenn die neidische Kauffahrerkonkurrenz von der Lübecker Hanse sich scheinheilig hinter die Reichsjustiz steckte, so waren auch deren Mittel nicht zimperlich. Der Kaufherr Molemann aus Lübeck, euer Ehren. Und dies ist der hohe Herr Reichsfiskal Mart. Der Herr Molemann kommt in der Angelegenheit Fugger. Das habe ich mir fast gedacht. Die Augsburger sind angeschlagen. Mit den Ungarischen steht und fällt ihr Geschäft. Und wenn man jetzt noch zusätzlich einen Stoß führen möchte... Verzeiht, aber das sind Überlegungen, die mich nicht kümmern. Als Reichsfiskal habe ich allein auf das Juristische zu sehen. Dies betreffend möchte Herr Molemann beantragen, dass man beim Reichskammergericht Anklage wegen verbotenem Monopolisierens erheben soll. Beweise gibt es genug dafür. Das glaube ich euch gern. Aber der Kasus ist sehr diffizil, weil einige andere in einem Ruf stehen, der nicht besser ist. Nicht wahr, meine Herren? Zum Beispiel die Welser oder die Gossenbrot. Und aufrichtig gesagt auch eure Hanse. Aber wir sind ein loser Zusammenschluss eigenständiger Firmen. Das ist doch wohl ein anderer Paar Schuh. Sachlich steht nun mal einwandfrei fest, dass die großen Konzerne den Preis diktieren. Und das ist ungesund. Mehr als eine Geldstrafe ist aber nicht zu erwirken. Und die wird bekannterweise aus der Hosentasche gezahlt. Wir sind gar nicht für einen Strafausspruch. Kein Strafausspruch? Was wir erwirken wollen durch ein Urteil ist eine umfassende Reform. Dass keine Gesellschaft ein höheres Kapital als, sagen wir, 50.000 Gulden haben darf. Sowie zur Erschwerung der Warenhortung und Spekulation möchten wir, dass jede einzelne Firma auf nicht mehr als 3 auswärtige Faktoreien eingeschränkt wird. Aber der Fugger allein hat über 90 davon. Eben. Und die Hanse als einzige von allen gilt nicht als kompakte Gesellschaft, sondern als ein loser Zusammenschluss, deren jedem einzelnen Mitglied dann die bewussten 3 Faktoreien und das genannte Kapital zustehen soll. Euer Ehren, wir sind ganz sicher nicht weltfremd und wissen genau, ein Rechtsstreit und der sie durchführende Rechtsapparat verursachen zwangsläufig eine Menge Kosten. Von Seiten der Hanse wird man diesbezüglich nicht kleinlich sein. Hier, mein Herr, sieht doch mal meine fetten Gänse an. Und auch die Enten sind nicht zu verachten. Kommt, Leute, kommt! Tauschen Sie euch doch wenigstens mal an, um das nach dem Ofen geholt. Und einen schönen Sonntagsspaß. Was gibt's denn da? Ich weiß nicht, ich glaube eine Kundmachung. Vorlesen davon! Ja, hallo? Vorlesen! Wir laden feierlich vor das allerhöchste Reichskammergericht wegen Vergehens gegen das verbotene Monopol die Herren Jakob Fugger, Antonius Welser, Ambrosius Hochstetter und Bartholomäus Rehm. Gegeben zu Frankfurt im März Anno Domini 1523, Kaspar Mart, seiner kaiserlichen Majestät Reichsfiskal. Der Fugger, solch ein hoher und vornehmer Herr und angeschlagen wie ein gemeiner Verbrecher. Er ist einer, ich hab's immer gesagt. Neulich in der Flugschrift stand's auch. Endlich wird's ihm mal gezeigt. Es wurde auch wahrhaftig Zeit. Da kommt er. Guck sie doch mal an.
Dahinter steckt die Hanse. Nicht die allein, auch die Konkurrenz hier. Das ist gefährlich. Nun ja. Äußerst gefährlich. Unsere Position ist durchaus nicht schlecht. Wenn der Herr Peutinger ein geschicktes Gutachten abfasst, in unserem Sinne... Wie meint ihr, soll ich argumentieren? Es gibt 100 vernünftige Gründe gegen die Dummheit. Wenn ich es euch erst in die Feder diktieren muss, brauche ich euch nicht. Ich werde darauf verweisen, dass ohne den Großkaufmann gar nichts mehr geht. Die Entfernungen sind zu groß, über See, über Land. Die Kleinen bringen die Unkosten nicht auf. Wenn man aber durch ein kurzsichtiges Urteil die Deutschen aus dem Überlandhandel herausdrückt, so bessert sich gar nichts. Es kommt bloß alles in fremde Hände, nimmt andere Wege, ums Reich herum und den Schaden hätte das große Ganze davon. Ja, ja, schreibt, was ihr wollt. Und was das Gezeterte angeht über die hohen Preise beim Bergbau zumal, wäre zu bemerken, dass von nichts schließlich auch nichts kommen kann. Man muss die teuren Maschinen in gutem Zustand halten, die zahllosen Gruben, Stollen und Gänge. Perfekte Technik erfordert nun mal großes Geld. Ohne das geht es leider nicht. Ja, ja, ich sage, schreibt, wie ihr wollt. Ich brauche euren Text, Peutinger, zur Vorsicht als Ultima Ratio. Aber wenn ihr auch mit Engelszungen redet, es hilft nichts. Ich glaube, ein gutes Argument war noch immer Erfolg und hilfreich, Herr Fugger. Nicht gegen den Hass. Dies ist kein gewöhnlicher Prozess. Das ist ein politischer Prozess der Ärmeren gegen die Reicheren. Und das Urteil ist längst gefällt, dass ich hinwerden soll. Aber das hieße ja, dass wir die Sache verlieren müssten. Wenn der Prozess stattfindet, verlieren wir ihn und sind am Ende. Ergo darf er nicht sein. Wie ihn verhindern? Die Klage soll bereits vorliegen. Die einzige Möglichkeit wäre, die Sache wird niedergeschlagen. Das aber könnte nur der Kaiser. Ihr werdet die Majestät darum bitten? Bitten. Lasst mich 2 Stunden allein, dann schickt den Schreiber zu mir. Allerdurchlauchtigster, großmächtigster, etc. pp. Eure kaiserliche Majestät wissen ohne Zweifel, wie ich und meine Neffen dem Hause Habsburg zu dessen Wohlfahrt und Aufstieg in aller Untertänigkeit gedient. Wir haben uns auf das Majestät den römischen Thron erlange, mit einer die Welt erstaunenden Summa gegen etliche Fürsten verschrieben, die ihr Treu und Glauben auf mich und sonst vielleicht auf niemanden haben setzen wollen. Und es ist wohl bekannt, dass ich meinen eigenen Nutzen hierin außer Acht gelassen. Denn wenn ich nicht euch, sondern dafür Frankreich hätte fördern wollen, so würde ich statt vieler Ausgaben und Verluste groß Gut und Geld verdient haben, welches mir angeboten worden ist. Sicher ist, dass euer Majestät die römische Krone ohne mich nicht hätte erlangen können. Das ist unerhört. Niedergeschlagen. Was? Der Monopolprozess vom Kaiser Höchst selber. Ach, der Onkel hat es also geschafft. Der Reichsfiskal ist angewiesen, die Untersuchungen einzustellen. Die Akten gehen alle an den spanischen Hof. Wir sind glücklich vom Strick geschnitten. Ach ja, junger Herr, unser Alter in Augsburg. Ihr alten Kerle sind schon aus Buchen im Holz. Während ich bin zu weich. Wenigstens eurer Meinung nach. Das hat der Herr Onkel gesagt. Weil ihr es ihm einspeibt. Liegt etwas vor, da ihr so reizbar gegen mich seid? Der Ippolito Rocco hat Schulden an euch. An mich privat. Und ihr habt ihn gepfändet? Da er säumig ist, ja. Ich bin dem Rocco befreundet, Herr. Um Vergebung. Wohl eher seiner schönen Schwester mächtig. Ihr erwartet Nachsicht. Nun, ich kann nachsichtig sein, bin es oft. Bei Malern und Pfaffen, bei Leuten, die nichts verstehen. Wer Kaufmann ist, muss sein Risiko tragen. Ein alter Wahlspruch eures Onkels, Herr Antoni. Ihr hasst mich. Und das vom ersten Tag. Darf ich endlich hören, weshalb? Ich hasse niemand. Ihr werdet alt und seid geplagt von der Gicht. Sagtet ihr neulich nicht so? Nun, ich hab's nach Augsburg gemeldet. Wickelt eure Geschäfte ab. Mit Ende des Jahres könnt ihr euch zur wohlverdienten Ruhe setzen. Das hat der Jakob nicht so verfügt. Bei ihm bin ich über alles geschätzt. Er hat sich 30 Jahre lang genug in die eigenen Taschen gestopft. Wenn es stimmt, dass er alt und untauglich wird, so verfahre mit ihm nach Bedünken. Gnadenbrot braucht er keines. Ich hab's auswendig gelernt wie eine Fibel. Denn das Zing, seht ihr, das ist das mir ans Herz gelegte buchene Holz.
Ihr seid grausam, Herr Antoni. Ich? Vielleicht. Mag sogar sein, dass ich es bin. Er ist einer Spekulation aufgesessen, sagtet ihr? Ja, in London mit mehr als 9000 Gulden. Darum hat er auch den Signor Rocco so bedrängt, weil er selbst im Bedrängnis ist. Seltsam genug. Aber in seinen persönlichen Geschäften hat er nie eine glückliche Hand. Es ist zu viel, worauf er sich einlässt und oft die gewagtesten Unternehmen. Nun ja, es ist leicht, auf Seil zu gehen mit dem fuggerischen Netz unter sich. Aber das ist jetzt vorbei. Sind die Zahlen wirklich exakt? Ich habe sie gründlich eruiert, wie ihr befahlt. 93.000 Passiva gegen bloß 74.000 Aktiva. Und mir versucht er weiszumachen, dass es umgekehrt stimmt. Unbelastet und schuldenfrei besitzt er nur eins, wie ich sehe, seinen Palazzo. Unternehmen hängt er mit ganzem Herzen. Nur wer weiß, ob er ihn halten kann, wenn die Gläubiger erst einmal rebellisch sind. Kauft seine Schuldscheine auf. In wessen Namen? In eurem? In dem eben nicht. Findet wen, den ihr vorschiebt. Aber verschwiegen und zuverlässig muss er sein. Signor Albertini. Der oder ein anderer. Aber verliert keine Zeit. Ich habe diesen Zink lange genug ertragen. Ich will ihn endlich weg. Bringt das zum Hinterausgang. Das muss nach Trastevere hinüber. Avanti, avanti. Etwas Beeilung, wenn ich bitten darf. Schnell, schnell, schnell. Willkommen, Signor Hörmann. Signor Albertini. Ihr wollt euch davon überzeugen, dass alles nach Absprache geht? Mein lieber Albertini, daran zweifle ich nicht. Was macht unser Zink? Die Aufregung ist ihm nicht bekommen, er liegt krank. Ich habe ihm erlaubt, einstweilen in der Dienstbotenkammer zu bleiben. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gemacht. Aber nein, der Herr Fugger ist kein Unmensch. Lass die Ulmer Schränke, wo sie sind. Ich habe nur verkauft, was dem Herrn Fugger missfallen hat. Und das war beinahe alles. Nun ja, dieser schwülstige Hang fürs Orientalische, das ist nicht unser Augsburger Vorsicht. Stil. Gib bitte Acht. Der Herr Fugger muss jeden Augenblick kommen. Ich bin hier mit ihm verabredet. Der Herr Fugger ist schon da und sieht sich an, was Zink so alles zusammengeschleppt hat im Lauf der Jahre. Ihr seid nicht wohlauf, heißt es. Selbst wenn ich es wäre, was hilft's? Ich werde euch meinen Leibmedikus schicken. Zu viel Aufwand für einen Verlorenen. Ihr habt eure gesamte Habe verkauft? Auch den Palazzo hier? Merkur hat's gegeben. Merkur hat's genommen. Seinen Namen zu loben, bin ich dennoch nicht aufgelegt. 40 Jahre, Herr Fugger. Bald 40 Jahre, dass ich für Augsburg in den Sielen lag. 40 wohlbeleibte Jahre, Herr. Oder etwa nicht? Ach ja, ja. Ich hätte mich retten können. Hätte ich noch ein bisschen Zeit gehabt, aber so? Ich begreif's nicht. Sie kamen alle zugleich. Die Gläubiger, die Lieferanten mit ihren Wechseln. Alle, alle zugleich. Wie... Wenn wer dahinter steckte, es ist mir bloß noch um meine Söhne, nicht mehr um mich. Ihr seid eure Schulden ledig. Auch das ist ein gutes Gefühl. Das Gott sei Dank bin ich, ja. Beinahe ledig. Ein winziger Rest nur mir. 600 Gulden. 800. Diesen Schuldscheinzink habe ich. Ihr habt ihn an euch genommen? Dann bin ich gerettet. Wenigstens dieser Kelch geht vorbei. Oh, mein viel lieber, mein viel edler Herr. Ihr irrt, Zink. Ich bin ein Fugger. Wie dürfte ich gegen den buchenden Wahlspruch meines Onkels handeln?
Der Geschäftsmann trägt sein Risiko. Nur ein Vierteljahr Stunden, wenn ihr mir's wolltet. 2 Monate nur. Der ordentliche Termin verfiel vor 4 Monaten, Zink. Ja, umso billiger habt ihr doch den Wechsel zu kaufen bekommen. Um 200. Aber es geht nicht um das, was ich bezahlte, sondern um das, was ihr drauf geliehen habt. Ihr schuldet mir 800 Gulden, Zink. Jeder kennt meine Lage. Wer sollte mir 800 Gulden geben? Es ist aussichtslos. Wenn ich im Schuldturm verrecke, es liegt mir nichts daran, so weit wie ich bin. Es ist mir gleich. Aber meine armen Kinder, Herr... Wieso arm? Sie haben gesunde Hände und einen klaren Kopf. Und arbeiten ist keine Schande. Ihr habt die anderen auch gekauft? Alle meine Wechsel? Der dahinter stand? Antoni Fugger? Dass alle zugleich über mich kamen? Das wart ihr? Ich schicke euch den Medikus. Mehr kann ich nicht für euch tun. Das hat er gut gemacht. Ich hab gefürchtet, der alte Gauner kriegt ihn herum. Er ist mir immer am liebsten gewesen, der Antoni. Ich hab recht behalten mit ihm. Schickt nach dem Notar. Ihr wollt ihn zum Nachfolger machen? Ich muss es in Ordnung bringen, ich hab nicht mehr lang. Ich bitte euch. Nicht, Schwarz. Wenn einer wie ich sich einmal niederlegt, die Geschwulst ist bald groß wie ein Kürbis. Musst mir nichts vormachen. Wozu? Ewig bleiben kann keiner. Die ungarischen Gruben, die hätte ich mir gern noch geholt. Sie machen jeden Tag mehr Verluste. Mir so einen Bubenstreich zu spielen, und ich kann es nicht mehr ändern. Bist du draußen gewesen? Am Lauterlich? In der Fuggerei. Fuggerei? Die Leute nennen es so. Fuggerei. Das ist schön. Die Satzung ist rechtlich gemacht? In den Häusern werden nur Arme und Bedürftige wohnen. Handwerker und Taglöhner. Die ohne eigenes Verschulden in Not gekommen sind, das ist wichtig, Schwarz. So steht's geschrieben, ja. Und Sie werden dort eine gute Behausung finden. Aber nicht umsonst. Nicht? Ja, aber ich dachte... Es ist mir eingefallen heute Nacht. Sie sollen nicht auf Almosen hausen, verstehst du? Auch solche Leute haben Stolz. Im Jahr einen Gulden rheinisch. Schreib's in die Urkunden. Auf ewige Zeiten. Alleweil nur einen Gulden. Es ist beinahe wie nichts, ja. Aber den immerhin sollen sie zahlen. Ehrlich und redlich. Schreib's hinein. Wollt ihr ein wenig zum Mittag schlafen? Ja. Sie ist noch nicht zurück. Eure Frau, sie ist ausgeritten. Weiß man was? In der Stadt. Von ihr und dem Rehlinger Konrad. Ziehe dich nicht, Schwarz, ich will's wissen. Geredet wird alleweil. Freilich, es ist nicht recht. Aber sie ist treu. Doch, oh doch, Schwarz. Dem Rehlinger ist sie treu. Bald 30 Jahre ist sie ihm treu. Ja. Und weshalb das ist tat... Und weshalb das ich's litt, die spitzigen Mäuler, wissen's noch nicht. Lass mich Mittag schlafen jetzt. Und vergiss nicht den Notar, wegen dem goldenen Mietzins. Um 3, längstens 3:30 will ich ihn hier. Ich lag bei meiner Liebsten und küsste ihren Mund. Ich koste ihre Wangen und auch die Hügelein rund. Ich gab ihr meine Stärke, das hat meine Liebste erfreut. Sie gab mir ihre Schwäche, die Krankheit dauert noch
Freund. Bravo, Rotten, sehr gut. So reizend hat noch niemand diese Phyllis besungen. Auf weichem Liebeslager erwarb ich sie bei ihr. Sie nagt an meinem Leibe wie ein gefräßiges Tier. Vergiftet von einem Pfaffen ist meiner Liebsten Blut. Vermaledeite Krankheit, du nimmst mir allen Mut. Bravo! Wunderschön. Was ist? Was ist geschehen? Der Alte in Augsburg ist tot. Weiß man, wer sein Nachfolger wird? Ich. Bravo! Der Morgenstern geht auf. Allen Bankiers soll's gehen wie dem Augsburger Alten. Auf der Welt wär's gleich wohnlicher. Bin ich kein Bankier? Ihr habt Lebensart, seid äußerst kultiviert und ihr seid belesen. Und er wird erben, der Antoni. Endlich kommt das viele Geld in die richtigen Hände. Vivat! Endlich hebt ein lustigeres und freieres Leben an. Das Augsburger Ungeheuer ist hin. Er war mein Onkel und ein großer Mann. Ich werde keinem gestatten, übel von ihm zu reden. Bitte, wenn es unbedingt so sein soll, Segen seiner armen Asche. Hauptsache ist doch, der Fugger ist weg. Ich bin der Fugger. Wieso seid ihr noch hier? Ich schickte euch nach Florenz. Mein Bruder ging statt meiner. Schickte ich ihn oder euch? Solche Eigenmächtigkeiten haben ein Ende. Wir sprechen darüber noch. Geht jetzt nach Hause. Ich reise nach Augsburg, morgen in aller Früh. Herr Hieronymus, der Herr Antoni. Der Herr Antoni aus Rom ist da mit seinem Gefolge. Antoni? Ja, er ist schon im Haus. Antoni! Du machst deinem Namen Ehre. Hieronymus im Gehäus. Ich führe das Leben eines Gelehrten. Und Gott sei Dank das eines Wohlhabenden. Wenn du nur glücklich bist, Kleiner. Recht glücklich. Hm. Oh ja, das bin ich. Schau mal, Antoni. Mhm. Das malte Albrecht Dürer für mich. Der Nürnberger? Ich habe ihn gerade zu Gast hier. Antoni! Willkommen, Bruder. Es wurde wahr auf die Zeit, dass du kommst. Raimund. Alles geht drunter und drüber. Diese Familie ist eine Horde von Wahnsinnigen. Und die terrible Sibylle treibt's ärger denn je. Als man den Onkel zu Grab trug, denkst du, sie ging mit einem von uns hinterm Sarg? Auf des Rehlingers Arm muss sie sich stützen. Vor allen Leuten. Immer noch das alte Lied? Dabei hat sie es dem Alten abgeluchst, auf eine Art ins Testament zu kommen, die zum Himmel stinkt. Raimund. Und natürlich kriegt er, was sie hat, der Rehlinger. Unser Familiengeld. Das geht seinen rechtlichen Gang. Was rechtlichen Gang? Du bist der neue Regierer. Und werde tun, was nötig ist. Ach, so ist das. Aber so bist du immer gewesen. Ein Duckmäuser. Und du hast Sibylle immer gehasst. Es geht nicht um mich und nicht um sie. Es geht ums Geschäft. Wir hängen übel im Auder, Leute. Sowas kränkt die Reputation. Sei unbesorgt. Ich werde die Reputation zu wahren wissen. Wer von den großen Faktoren ist nach Augsburg gekommen? Beinahe alle, sogar die aus Antwerpen und Lissabon. Hm. Und Herr Schwarz ist ohne dies da. Ich will Sie alle in der Schreibstube sehen, heute noch. Bitte veranlasse das. Wollt ihr, dass das Rotseidene auch mitgeht? Alles habe ich gesagt und etwas mehr Zartheit mit den Spitzen. Jetzt zerschindet sie ja. Nur immer heran. Was um Himmels Willen bedeutet das, Frau Sibylle? Das um Himmels Willen bedeutet, ich ziehe aus, Herr Schwarz. Ihr zieht aus? Aber doch zum Rehlinger nicht. Zum Rehlinger. Und wir werden heiraten, Herr Schwarz. Ich habe das Obergeschoss neu für dich herrichten lassen. Es stand leer. Die Kinder wuchsen darauf. Sie sind alle schon lang aus dem Haus. Noch nicht alle. Der Sebastian geht nach Würzburg. Es war schon ewig so ausgemacht. Sibylle Fugger, du kennst sie ja wohl. Das ist der Sebastian. Ich sehe dich noch später, Vater, ehe ich reite.
Du bist nicht sehr gesprächig. Ist es dem Bub seine Ablehnung, die dir die Rede verschlägt? Man mag über ihn denken, wie man will, aber er hat sich um die Meinung der anderen nie was geschert, der Jakob. Ich weiß, mit ihm habe ich mich nie messen können. Verzeih, ich wollte dich nicht kränken. Ich habe nie so etwas wie Glück verspürt in meinem Leben, außer bei dir. Er hat mich immer bedrückt. Du bist nicht gerecht, Sibylle. Und du weißt es. Er war alle Zeit großmütig gegen uns. Ja. Und gerade das hat mich am bittersten bedrückt. Der Antoni geht auf Freiersfüßen, weißt du es? Er will die anderen nehmen. Deine Nichte? Jetzt werden wir beide Verwandte. Ein komischer Gedanke. Weiß Gott. Vor den Altar mit ihm. Kaum 7 Wochen nach des Onkels Tod will sie mit ihrem Kerl vor den Altar. Das weiß ich. Und duldest es sogar. Und weißt du was noch? Sie tun's ketzerisch. Sie sind lutherisch geworden, beide. Und lassen sich trauen von einem lutherischen Pfaff. Ich kann es nicht ändern. Wir sind des Kaisers Bankier. Die Säule des rechten Glaubens sind wir. Und du kannst nichts gegen sowas tun? Sie wütet gegen alles, was Fugger heißt. So wird es wohl sein. Wenn's so steht, habe ich in Augsburg nichts mehr verloren. Ich habe die Bilanzen studiert. Wir stagnieren seit Jahren schon. Nun, in des Onkels bester Zeit machten wir Gewinne um die 50%. Jetzt sind es kaum mehr als 2. 2% von so viel ist auch nicht wenig. Was macht König Lajos? Er hat behutsam vorfühlen lassen. Es scheint, dass es ihn reut. Er kommt mit den Gruben nicht mehr zurecht. Und? Er ist bereit, uns wieder hinzulassen. Bei geteiltem Gewinn. Teilen, wovon ihm nichts gehört? Mit einiger Nachsicht. Man könnte sich jetzt arrangieren und das sogar vorteilhaft. Es war des Onkels bitterste Kränkung. Ihr wisst es doch, Schwarz. Er hat es euch selber diktiert, in eure Feder, wie ich verfahren soll. Es war sein Wille, aber er ist tot. Der neue Regierer seid ihr. Ich arrangiere mich nicht. Ich will die Zurückerstattung voll und bedingungslos. Aber darauf kann er nicht eingehen. Schon aus Selbstachtung nicht. Er wird es müssen. Wenn nicht heute, dann in einem Jahr. Eines Tages wird er es müssen. Und dann werde ich mit mir reden lassen. Vorher nicht. Es ist das einzige Große. Es ist das Lebensproblem der Firma. Es wird gelöst. Da saß er nun auf dem Platz des großen Mannes, der jetzt nur noch ein Schatten der Vergangenheit war. Und selbst der bloße Schatten lastete unerträglich schwer auf ihm. Dieses Imperium, es war so unüberschaubar verzweigt. War es denn überhaupt noch zu regieren von hier aus, von diesem Augsburger Stuhl? Und wozu auch? Das Vermögen der Firma betrug 3 Millionen. War das nicht genug? Er hatte entschieden. 1 Jahr noch, höchstens 1 Jahr. Dann würde er alles auflösen, die Erben auszahlen, die Firma löschen. Als Fugger würde er den letzten Federstrich tun. Und aus der Tür gehen würde einer, der nur noch Antoni hieß. Eine stille, glückliche Freude war jetzt in ihm. Armer Antoni. Welcher Wahntraum. Welche Jagd nach dem Vogel Utopia.